Moin Leute, Oberkommissar Piedissel wurde befördert, meine Damen und Herren. Ich muss nicht mehr ganz normal Streife fahren, sondern ich darf in einen Helikopter fliegen. Dieses dicke Ding. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt ein neues Spiel. Ich hoffe, das ist nicht so schwer. Ich bin in meinem Leben noch nie in einen Helikopter geflogen. Ich saß schon mal in einem drin. Ja, der kann ja nicht so schwer sein. Ha! Guten Morgen. Guten Morgen! Heute steht bislang nichts Besonderes an. Okay, kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. Okay, Chef. So. Das war's auch schon. Ja. Dann mal alle ab an die Arbeit. Hallo. Ja, warten Sie mal. Hallo, ich bin Palu. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Warten Sie doch mal ganz kurz. Entschuldigen Sie. Warten Sie. Bleiben Sie mal ganz kurz. Hallo. Hallo. Bleib stehen. Ich liebe dich. Ich kenne dich zwar nicht, aber das kann sich ändern. Hä? Wo bist du hin? Warte, möchtest du mal einen Kaffee mit mir trinken? Was ist das denn für ein Klischee? Die Frau rennt erstmal direkt in die Küche. Hä? Ich habe gerade aus dem Spiel rausgeklickt. Wo bin ich? Ah, da. Hallo? Guten Tag. Oh, da sind Gurken. Mögen Sie leckere Gurken oder vielleicht doch eher Champignons? Oder nee, sie sind Pfifferlinge. Ja, fliegen Sie gleich mit mir? Sind Sie ein Mensch oder ein Roboter? Da vorne ist das Flugfeld. Da sieht man sogar einen Helikopter. Wie komme ich da hin? Tut mir leid, ich muss weg. Aber ruf mich an, okay? Wie komme ich... Ah, da. Hier ist eine Treppe. Hier runter. Was steht da vorne? Vorfeld. Ja, perfekt. Yo. Als ob. Wie geil ist das denn? Sehen die Helikopterbasen der Polizei tatsächlich so aus? Das ist ja mega geil. Da vorne ist sogar ein Auto und noch andere Leute. Alter, das haben die ja richtig geil gemacht. Da steht noch ein anderer Helikopter. Moinsen, bleib mal... Oh Gott, wie sieht der denn aus? Junge, der ist doch auf Drogen. Hi, guten Tag, Sir. Und er läuft einmal irgendwie durch. Als wäre ich nichts. Niemand. Guten Tag. Wissen Sie, wann es losgeht? Ja, und er läuft auch durch mich durch. Na toll. Kann ich schon in den Helikopter einsteigen? Oh, was kann ich denn hier machen? Dein Helikopter befindet sich zu weit von dieser Tank... Oh! Tirol 240. Ja! Ja! Tirol 240 höher. Ja, das bin ich! Innerhalb einer Ortschaft kam es zu einer unangemeldeten... Demonstration! Bitte begebt euch dorthin und wartet ja, auf Ja, okay. Ich bin sofort da. Mach Platz. Tirol 240 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. So, dann machen wir den mal an. Oh yeah. Oh, das hört sich schon mal geil an. Oh. Die Rotoren bewegen sich. Wir gehen mal in die Außenperspektive. Also ich muss schon sagen, das ist ja wieder nur ein kleiner Entwickler. Aber das sieht geil. Also dieser Helikopter sieht einfach richtig geil aus. Hallo, da bist du ja wieder. Ich bin immer noch Single. Ich bin einsamer Helikopterpilot. Wieso wackelst du so mit dem Kopf? Jetzt wird sie aber doch ein bisschen... Oh Gott, wir heben ab. Wie geil. Ach so, hier mit den Pfeiltasten. Oh, warte, da muss ich aber mal gucken. So, wo ist die Demonstration? Wie dreh ich ihn? So. Oh Gott, wir stürzen ab. Alles gut. Ganz ruhig. Oh, das sieht aber schon ganz schick von hier oben aus. Oh, da vorne ist eine Stadt. Da ist die Demonstration. Wogegen demonstriert ihr? Artikel 13? Sehr gut. Wo ist der, wo sind die Demonstranten? Oh Gott! Wir stürzen ab. Alles gut. Wir sind noch am Leben. Die Demonstranten wirken sehr aufgebracht und aggressiv. Die Demonstration scheint sich bereits wieder aufgelöst zu haben. Ja, warte, ich sehe... Oh, oh Gott. Oh. Nicht in den Wald. Nicht in den Wald. Okay, wo sind jetzt denn die Demonstranten? Ich kann doch hier auf die Kameras umschalten. Oh, so ist vielleicht ein bisschen besser. Hier sehen die Demonstranten. Oh ja, hier, die Kamera ist gut. Ja, ich sehe die Demonstranten. Mhm. Ach so. Ist eine friedliche Demonstration. Ja. Ich drück E. Mission fehlgeschlagen? Wieso? Neue Aufgabe. Wieso Mission fehlgeschlagen? Ja, weiß ich doch nicht, woran sehe ich denn, ob die aggressiv sind. Was hättet ihr denn gedacht? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Man hat die ja nur so ganz kurz gesehen. Weil ich geflogen bin wie so ein Berserker. Ah, ich glaube, ich muss nach der... Oh, hinten. Ist meine Freundin hier noch da? Ja, da ist sie. Ich dachte, sie wäre rausgesprungen. Oh, hier unten muss ich landen. Oh Gott, da muss ich in die Außenperspektive. Oh Gott. Ja, warte. Warte, wir sind gleich da. Wir sind gleich gelandet. Wieder Ego-Perspektive und gelandet. Perfekt. So, ausschalten. Ja, sieht sehr gut aus. Ich würde gerne aussteigen. Hallo.
Ich bin gefangen. Muss ich jetzt warten, bis der Rotor aufhört, sich zu drehen? Nee, ich will ihn nicht nochmal anmachen. Nein. Mach ihn aus. Ja, was ist los? Pirol 240 gehört. Aufgrund besonderer Umstände sollen wir einspringen und einen Abgeordneten. Ein Abgeordneter! Die Kanzlerin! Am Sportflugplatz, Ast rein! Ja, kein Problem. Diesmal schaffe ich das. Ich werde sie nicht enttäuschen, Sir. Sofort auf den Weg. Ich werde bestimmt heute schon wieder gefeuert. Aber solange ich dich habe an meiner Seite, Baby, kann mir nichts passieren. Ich werde nichts sagen. Aber ich glaube, die ist ein bisschen bescheuert. Die guckt immer nach links und rechts. Was soll denn da kommen? Eine Bahn? Und da heben wir wieder ab. Richtung Sportplatz. Ich frage mich, was für ein Abgeordneter das ist. Und warum? Ey, warte, eine ganz andere Frage. Das kostet doch bestimmt Schweinegeld, da so ein Abgeordneten von A nach B zu fliegen. Ganz ehrlich. Aber ich darf diesen Einsatz auf keinen Fall verbauern. Das geht nicht. Ich habe schon eine Mission verkackt. An der Nordseeküste, am norddeutschen Strand. Okay, kurz mal da vorne, da muss ich hin. Das ist zumindest das Ausrufezeichen. Also kein Sportplatz. Das sieht schon geil aus da unten. Das ist so ein privater Flughafen. Hä? Hier muss ich... Ach, Sportflugplatz! Junge, ich kann nicht lesen. Okay, Ego-Perspektive umspannt. Nee. Oh Gott. Oh, da warten sie schon alle. Jetzt Ast rein. So, wartet. Kein Problem. Kriegen wir hin. Jetzt nicht den Abgeordneten. Und? Was? Deine Schicht wurde frühzeitig beendet, weil der Helikopter zu großen Schaden genommen hat? Das war eine Weltklasse-Landung. Habe ich den Politiker umgebracht? Nicht mit Absicht. War ein Unfall. Guten Morgen. Das ist ja gestern nicht sehr gut gelaufen. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Heute geil. Steht okay. Nichts Besonderes ja. An. Daher kannst du zunächst das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Von mir könnte man so sagen. Das war's auch schon. Hat wahrscheinlich ein Helikopter ja, geschrottet, der irgendwie... Was kostet ein Helikopter? Kostet der 100.000? Mehr? 250.000? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wie viel so ein Helikopter kostet. Ich meine, ich habe mir auch noch nie darüber Gedanken gemacht, einen eigenen Helikopter zu besitzen. Ein eigenes Flugzeug. Ich weiß aber auch nicht, wie viel ein Flugzeug kostet. So ein kleines. Ich hätte gern ein eigenes Flugzeug. Kauft ihr mir ein Flugzeug? Ja? Oh, das ist sehr nett. Vorfeld, ja. Hm? Ich habe wieder aus dem Spiel rausgeklickt. So. So, ja. Oh, hallo! Schönes Wetter heute, ne? Ja. Dann wollen wir kurz ein Stück zusammen... Ey! Jetzt geht sie weg. Ach man. Das ist kein leichtes Leben. Ich gehe in meinen Helikopter. Das ist aber auch ein schickes Ding. Der war bestimmt nicht günstig. Und sie sitzt den ganzen Tag in dem Helikopter. Und guckt einfach nach links und nach rechts. Hä? Ich höre Helikoptergeräusche. Hier ist aber kein Helikopter. Habt ihr das auch gerade gehört? Ach, da oben fliegt einer. Ich steig ein. Komm, wir fliegen schon mal los. Ist das jetzt illegal, was ich gerade mache? Nö, ich bereite mich aber schon mal vor. Oh, seht ihr das? Da vorne fährt die Polizei. Ah nee, warte, ich bin ja auch bei der Polizei. Chef, ich brauche jetzt wirklich mal einen Auftrag. Ich weiß, ich habe nicht so gut gearbeitet, aber das ist doch kein Grund, mir jetzt nichts mehr zu vermitteln. Oh, warte, nee, wir müssen noch nicht abheben. Ja, sehr gut, perfektes Timing. Ja. Ja, den Abgeordneten. Sehr gut, ich bin sofort da. Oh, Bäume. Begib dich zum Zielort. Sehr, sehr gut. Das mache ich. Kein Problem. Die ganzen Instrumente. Ich habe kein blassen Schimmer, was das alles bedeutet. Aber egal, solange ich meinen Knüppel fest in der Hand habe, ist alles in Ordnung. Da kann ich auch nicht abstürzen. Aber was ist das für ein roter Knopf? Hier, den hat sie auch. Sind das Raketen? Ihr wollt mich doch verarschen. Deine Schicht wurde beendet, weil du die maximale zulässige Flughöhe überschritten hast? Ich hasse mein Leben. Guten Morgen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Leute, wir sehen uns gleich wieder im Helikopter. Ja, nichts Besonderes. Du kannst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. Hi, da bin ich wieder. Guten Tag. Ja, du guckst immer weiter nach links und nach rechts. Ja, klasse. Leitstelle an Pirol 240. Pirol 240 hört. Es wurde uns eine vermisste Person. Eine vermisste Person. Die Angehörigen teilten uns mit, dass sie bereits zurück sein wollten. Ja.
Person ist mit dem Fahrzeug unterwegs und sollte sich in der angezeigten Region befinden. Okay, ich bin sofort da. Fahrzeugbeschreibung. Sportwagen! Wir haben verstanden und machen uns sofort auf die Suche. Das ist kein Problem. Finde die vermisste Person. Okay, sie ist mit folgendem Fahrzeug unterwegs. Sportwagen, Farbe grau. Okay, starte die Bulette. Es geht ab in die Lüfte. Und hoch mit dem Vogel. Jawoll! So, diesmal darf ich irgendwie... Es steht auch nirgends, wie hoch ich sein darf. Aber vielleicht sollte ich nicht... Baumwipfelhöhe. Direkt über der Straße. Junge, ich würde mir so in die Hosen machen. Bin so ein Helikopter. Warte mal, das probiere ich jetzt. Zack, Alter. Überhaupt kein Problem für Pidizzle. Wenn der so tief wäre. Da ist ein Stadion! Als Oppi. Jo, ich mach direkt eine Bude. Da spielen sogar Leute! Wie geil ist das denn? Da sieht man sogar die... Oh Gott, wir stürzen ab! Kein Problem. Jo. Warte mal, ich gehe mal in die Außenansicht. Moin, Sie Jungs! Ich mach auch die Pille rein! Oh Gott, okay. Kein Problem. Ich flieg doch lieber weg. Ich möchte jetzt mal einen Auftrag erfolgreich abschließen. Was ist jetzt? Wieso leuchtet das hier so? Irgendwas ist hier. Unten auf dem Radar. Ey, komm, jetzt nicht direkt wieder abgebrochen, ne? Ich darf doch hier längs fliegen. Ah, das ist bestimmt der Suchbereich. Aber grauer Sportwagen sehe ich nicht. Ja, das Ausrufezeichen, das bewegt sich die ganze Zeit. Ah, das könnte auch das Gebiet sein, in dem ich hier insgesamt suchen muss. Grauer Sportwagen. Warte mal, wir gehen mal auf die Steuerung. Ist hier irgendwas mit Suchscheinwerfer? Oh, das ist gut. Ja, Suchscheinwerfer. Zack. Junge. Der Bereich wird auf der Karte angezeigt. Sehr gut. Los geht's. Ach, oben rechts ist sogar eine verbleibende Zeit. Da. Da ist doch ein Sportwagen. Tirol 240 an ja. Stelle. Wir haben das gesuchte Fahrzeug gefunden. Wir haben verstanden, Tirol 240. Wie ist eure Lageeinschätzung? Ja, klasse. Warte mal. Mal hier rum. Jetzt muss ich wirklich die richtige Entscheidung treffen. Es sieht so aus, als wäre das Fahrzeug von der Straße abgekommen, kam zu einer Kollision. Der Fahrer steht am Straßenrand und hat offensichtlich nur eine Reifenpanne. Ja, sieht nach einer Reifenpanne aus. Ich würde sagen, das ist eine Reifenpanne. Entscheidet selbst. Mal gucken. Ja. Wir haben verstanden und verständigen die Einsatz. Jawoll! Bleib bitte noch vor Ort, bis diese eingetroffen sind. Ey, ich hab's richtig gemacht. So, wann kommen denn jetzt mal Einsatzkräfte hier? Jungs, mir geht hier gleich der Sprit aus. Beeilt euch mal. Wo sind denn die Einsatzkräfte? Oh, ich darf nicht wieder so hochfliegen. Oh, oh. Oh, da höre ich doch was. Warte. Guck hier nach links. Ja, da kommt doch die Polizei. Dein Freund und Helfer. Ach, so einer war ich auch mal. So ein bisschen... Oh Gott. Hier null an Leitstelle. Ja, Tirol. Die Einsatzkräfte sind meiner, unsere Anwesenheit ist nicht länger erforderlich. Okay, sehr gut. Dann fliegen wir nach Hause. Oh, Atomkraftwerk. Oh, das ist natürlich suboptimal, wenn ich da jetzt... Ja, egal. Wo muss ich links? Oh Gott. Das war knapp. So, jetzt brauche ich gleich nur noch eine absolut butterweiche Landung. Und dann habe ich den Tag gerettet. Nur ein Helikopter zerschrottet. Aber, ja, mein Gott. Der Abgeordnete ist vielleicht auch knickknack weg. Oh, das ist ein Sportboot. Tja, unten. Oh, ich könnte mal den Suchscheinwerfer ausmachen. Ich flash hier einfach halb Deutschland. So, ich glaube, da hinten ist die Basis. Da werde ich jetzt mal lockerflockig meinen Helikopter ein bisschen landen. Ich werde es in der Ego-Perspektive probieren. Das muss doch eigentlich funktionieren. Ich mache das. So, vorsichtig. Vorsichtig. Ja, sehr gut. Sehr gut. Bisschen nach vorne. Wir sehen nach vorne. Ja, und jetzt runter. Oh, oh, scheiße. Warte, ich hab's gleich. Nase juckt. Nase juckt. Ich bin gleich unten. Oh Gott. Oh Gott. Warte, jetzt. Jetzt. Runter. Okay, Leute. Wir sind traumhaft gelandet. Wirklich. Das ist keine Lüge. Oh Gott. Leute, das war's mit einer kleinen Folge vom Polizei-Hubschrauber-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen kleinen Like da. Und ja, hier sind jetzt noch andere Videos verlinkt, die ihr euch sehr, sehr gerne angucken könnt. Leute, habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.